Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Buchvorstellung für euch und ja, dieses Video ist ja eigentlich außerhalb der Reihe, denn normalerweise kommt ja Dienstag, Donnerstag, Sonntags ein Video, auch wenn ich eigentlich keine festen Upload-Tage habe, aber das hat sich bei mir irgendwie so eingespielt. Aber heute ein Video außerhalb der Reihe und zwar eine Buchvorstellung zu dem neuen Buch von der lieben Jackie Fellgood und zwar Verliebt in Miami. Und ja, ich habe das Buch die Woche erst gelesen und beendet und das Buch ist auch die Woche erst erschienen und wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr, dass ich ein riesiger Fan von der lieben Jackie bin und deswegen dieses Video und ich würde sagen, wir legen jetzt los und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Seit ich 2016 Hashtag Folge deinen Herzen von der lieben Jackie gelesen habe, bin ich ein riesiger Fan von ihr und ihren Büchern. Ich habe inzwischen schon ziemlich viele Bücher von ihr gelesen. Das hier hinten sind nur die richtigen Bücher, die ich habe. Ich habe auch noch ein paar E-Books und ich kann nur sagen, dass die liebe Jackie so tolle, süße, niedliche, romantische, gefühlvolle Liebesgeschichten schreibt und es ist einfach so toll, das zu lesen und sie hat das da einfach drauf. Was anderes kann ich dazu nicht sagen, außer dass sie es wirklich voll drauf hat, Liebesgeschichten zu schreiben. Jackie schreibt Liebesgeschichten ohne Erotik. Also für alle, die keinen Bock auf Erotik haben, ist das genau das Richtige. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal mit der Inhaltsangabe zu Verliebt in Miami und danach erzähle ich euch ein bisschen mehr. In Verliebt in Miami lernen wir Nicole kennen und Nicole ist so eine typische Karrierefrau. Sie ist Immobilienmaklerin, aber nicht einfach nur für irgendwelche Immobilien, sondern für Prestigeobjekte. Das heißt für die Reichen und Schönen. Und Nicole hat jetzt quasi den Deal vor Augen, mit dem sie zur Partnerin in ihrer Firma aufsteigen kann, denn sie hat ein Grundstück gefunden, was sehr, sehr gut gelegen ist in Miami, direkt an der Küste. Es gehört noch ein Meerabschnitt da dazu und ein Steg. Und Nicole tut jetzt alles, um an dieses Grundstück zu kommen. Und als sie das Grundstück schon mal vor der offiziellen Besichtigung sich anguckt, entdeckt sie am Strand ein Kanu, was da so vor sich hin paddelt. Und dieser Kanufahrer guckt die ganze Zeit ins Wasser und sie fragt sich die ganze Zeit, was macht dieser Typ denn da nur? Und winkt dem halt mal so zu, weil sie denkt, naja, vielleicht holt er hier und den kann ich noch so ein bisschen aushorchen über die Gegend, vielleicht kann er mir noch was erzählen, was ich noch nicht weiß. Und ja, winkt diesen Kanufahrer zu sich heran und ja, dieser Kanufahrer ist niemand anderes außer Joe. Und Joe ist quasi, ich weiß jetzt nicht, ob er direkt Meeresbiologe ist, auf jeden Fall arbeitet er für das Aquarium in Miami und er tut dort in dieser kleinen Bucht, wo dieses Grundstück liegt, Seekühe zählen. Und ja, das Aquarium hat sich halt so auf Seekühe mit spezialisiert und die versorgen die und passen auf die auf und pflegen die wieder gesund, wenn irgendwas passiert. Und deswegen zählen die regelmäßig so in etwa die Population durch. Und ja, das hat Joe gemacht und Nicole lernt dann Joe kennen und sie ist dann sehr, sehr neugierig, was er da wohl treibt und lässt sich quasi mit auf das Kanu nehmen und er erklärt ihr dann dort so ein bisschen und sie stellt natürlich sehr, sehr schnell fest, dass er dort nicht wohnt und er ihr leider keine Angaben irgendwie geben kann über diese Grundstücke und die Gegend und etc. Aber trotzdem hat er irgendwas an sich, was sie fasziniert und was sie auch dazu bewegt, bei ihm zu bleiben erstmal auf dem Boot und sich weiter mit ihm zu unterhalten und ins Gespräch zu kommen. Und ja, dieses Gespräch ist quasi der Anfang von unserer Geschichte. Und im weiteren Verlauf der Geschichte begegnen wir Joe dann natürlich wieder und es stellt sich heraus, dass der Grundstücksbesitzer sich noch gar nicht sicher ist, ob er das Grundstück überhaupt verkaufen möchte oder ob er es vielleicht dem Aquarium spenden möchte, denn er weiß natürlich, dass diese Seekühe bei ihm in der Bucht da unten leben und er möchte natürlich auch nicht, dass denen irgendwas passiert und deswegen überlegt er, das dem Aquarium zu spenden, damit die dort einen Kontrollpunkt quasi aufbauen können. Und ja, so passiert es natürlich, dass Nicole und Joe sich auf beruflicher Ebene wieder treffen und was mit den beiden alles passiert und ob sie es schaffen, ihren Zwist, der dadurch entsteht, zu besiegen und ob sie vielleicht eine Chance haben oder auch nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Wie immer komme ich als allererstes erstmal zur Handlung. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung... Das war Milo, da ist er auch schon. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich fand den Anfang der Geschichte gut, wie die beiden sich auf diesem Boot begegnet sind und das war einfach so schön zu lesen und auch diese Seekuh-Thematik hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich war ja damals im Mexiko-Urlaub, 2012 waren wir dort und dort haben wir auch so eine Tour gemacht, quasi durch so ein Biosphärenreservat. Und dort haben wir auch Seekühe gesehen, mit also eine Seekuh-Mama mit einem Baby. Und das war richtig ein richtig tolles Erlebnis. Deswegen konnte ich mich da sehr gut hineinversetzen in diese ganze Seekuh-Thematik. Und wie Nicole begeistert war auch von diesen Seekühen. Und ja, das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Ansonsten ist die Geschichte vom Aufbau her auch sehr, sehr spannend. Also wir haben hier noch weitere Konflikte in der Geschichte, außer diese Sache mit dem Grundstück, die die beiden bewältigen müssen, dem
Das Ganze möchte ich jetzt hier aber noch nicht erzählen, denn dann würde ich zu viel vorgreifen. Das müsst ihr dann schon selber rausfinden. Und ja, ich kann nur sagen, dass der Verlauf der Geschichte mir richtig gut gefallen hat. Ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich fand es zum Ende hin nochmal richtig spannend mit dieser einen Sache, die da noch passiert ist. Und ich kann nur sagen, dass mir die Handlung wieder richtig gut gefallen hat. Ich mochte es sehr und ja, kann da einfach nicht meckern. Was die Charaktere betrifft, fand ich Nicole als unsere Protagonistin gut. Sie ist ein tougher Charakter, sie ist halt ein Arbeitstier, sie ist so ein typischer Workaholic, ihr ganzes Leben ist durchstrukturiert und dann lernt sie Joe kennen und beginnt alles zu hinterfragen und beginnt zu hinterfragen, was sie im Leben eigentlich möchte, ob das eigentlich das Richtige ist, was sie will. Und sie merkt halt sehr, sehr schnell durch die Tochter von Joe, also er hat eine kleine 8-jährige Tochter, das spoilere ich euch nicht, das wird am Anfang gleich aufgeklärt und die Kleine ist so süß. Auf jeden Fall wird Nicole durch Joe und auch die Kleine wird ihr mit der Zeit auch so klar, dass Arbeiten und Geschäft nicht alles ist im Leben und dass sie auch mehr vom Leben möchte auch. Und ich fand diese Entwicklung, die Nicole in diesem Buch gemacht hat, richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war eine gefühlvolle Entwicklung. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, war dieser Umschwung von Nicole. Das war wirklich so von jetzt auf gleich von ich kenne den Typen nicht und ich will keine Beziehung zu, ich glaube, ich bin in den Typen verliebt und ich möchte ihn für immer bei mir haben. Also das war so ein ganz krasser Cut, der da gemacht wurde und da hätte ich mir gerne noch so einfach so vielleicht 20 Seiten mehr gewünscht, um einfach so einen Übergang zu schaffen, aber das ist jetzt nichts Dramatisches. Also das war jetzt auch nur mein persönliches Empfinden. Ansonsten konnte ich Nicoles Gefühle und auch Handlungsweisen sehr, sehr gut nachvollziehen. Und was Joe betrifft, ihn mochte ich auch sehr. Er kommt wie so ein typischer Sunnyboy rüber, so ein cooler Surfer-Typ mit seinen verwuschelten blonden Haaren und seinem ganzen Look. Aber er ist eigentlich wirklich nur ein fürsorglicher Vater, für den seine Tochter alles ist und der alles für seine Tochter tut und der halt auch sehr, sehr Schlimmes erlebt hat in der Vergangenheit und der halt auch ein bisschen auf der Flucht ist vor dem Leben und allem. Und er lernt dann Nicole kennen und dann lernt er anzukommen. Und das war einfach richtig schön zu lesen. Das hat mir auch, wie gesagt, das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, Joe mochte ich auch sehr vom Charakter. Und dann gibt es noch Kyla und Kyla ist da. Die Kleine ist einfach so süß. Die ist so niedlich. Die möchte man die ganze Zeit nur knuddeln. Das ist so ein richtig niedliches, kleines, 8-jähriges Mädchen. Die Kleine ist nicht auf den Kopf gefallen. Die ist intelligent. Die ist keck und das ist einfach so niedlich gemacht und Jackie hat das einfach so gut getroffen, dieses Kind zu beschreiben. Ich meine, Jackie ist selber Mutti und ich glaube, sie weiß, wie Kinder sind, aber das hat sie einfach so toll getroffen. Das hat mich so an meine Cousine erinnert, wo die so klein waren. Die waren auch mal ein bisschen vorlaut und nicht auf den Mund gefallen und das war einfach so niedlich, das Ganze zu lesen und ja, es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was die übrigen Nebencharaktere in diesem Buch betrifft, kann ich auch nicht meckern. Die haben mir auch gut gefallen, obwohl die eine nicht so wesentliche Rolle spielen, wie jetzt Nicole, Joe und Kyla und ja, die sind halt einfach nicht wichtig für die Geschichte, aber es gab weitere Charaktere und es wurde ein Umfeld für die Hauptcharaktere geschaffen und das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Das hatte ich ja bei dem letzten Buch, was ich gelesen habe, so ein bisschen bemängelt, dass die Protagonistin irgendwie keine Freunde hatte und keinen, mit dem sie irgendwie mal reden kann, außer ihrem Boss. Und das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber hier hat das alles gepasst, das hat alles gestimmt. Das hat mir richtig gut gefallen. Also was die Charaktere betrifft, kann ich auch einfach wieder mal nicht meckern. Aber das konnte ich bei Jackie eigentlich noch nie. Ich glaube, ich hatte bei Jackie noch nie ein Buch, wo ich irgendwas wirklich schlecht fand. Also das gab es bei mir einfach noch nicht. Was das Setting betrifft, befinden wir uns hier in Miami und Miami ist ein cooles Setting. Ich glaube, jeder kennt dieses Flair von Miami. Jeder hat das schon mal irgendwo im Fernsehen oder im Internet gesehen und Jackie hat das ganz, ganz toll vermittelt und auch ein gutes Gefühl rübergebracht für die Umstände, wie die alle leben. Denn Nicole als Immobilienmaklerin für reichere Leute hat natürlich ein ganz anderes Leben wie Joe mit seiner kleinen Tochter und das hat sie einfach auch toll vermittelt, diese Unterschiede, die da auch in sozialen Schichten gemacht werden quasi und wie die halt auch so leben, das hat sie super rübergebracht, das hat mir auch richtig gut gefallen. Also vom Setting her kann ich mich auch nicht beschweren, war einfach gut, aber hatte ich bei Jackie auch noch nie, dass ich mir irgendwas nicht vorstellen konnte, also was das betrifft, Däumchen hoch, Miami ist ein cooles Setting. Ja, ansonsten der Schreibstil von Jackie, love that so much. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich liebe den Schreibstil von Jackie. Sie schreibt so gefühlvoll und romantisch, aber nicht zu kitschig und nicht zu übertrieben und nicht zu schmalzig. Also das sind Geschichten, wo man sagt, okay, es ist erfunden, aber es könnte vielleicht wirklich so passiert sein. Also das sind jetzt keine Geschichten, die komplett an den Haaren herbeigezogen sind und absolut unrealistisch sind.
Klar, es sind erfundene Geschichten und das merkt man auch, aber es sind halt Geschichten, die es tatsächlich vielleicht so geben könnte, die jetzt, wie gesagt, nicht total übertrieben sind. Und Jackie vermittelt das halt auch immer alles so gut. Also wie gesagt, Jackie, ihr Schreibstil ist einfach toll, ich liebe ihn. Dieser Schreibstil lässt sich so super lesen, das geht locker von der Hand, man stockt nicht, man fliegt nur so durch die Seiten. Ich habe dieses Buch auch an einem Nachmittag gelesen. Also die Bücher von Jackie sind immer so um die 200, 250 Seiten dick. Das sind keine richtigen Klopper. Ich würde mir ja wirklich mal wünschen, dass Jackie mal so ein richtig schönes, dickes Buch schreibt. So wirklich so 400 Seiten. Das würde mich mal freuen. Denn ich finde, Jackie, ihre Bücher lassen sich so toll lesen. Und das würde mich wirklich freuen, wenn Jackie irgendwann mal ein dickeres Buch schreibt. Wo man auch ein bisschen länger was von der Geschichte hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, das würde mich schon freuen. Ja, aber ansonsten kann ich mich über den Schreibstil auch nicht beschweren. Und ja, mein Fazit zu Verliebt in Miami ist, dass es eine coole Geschichte jetzt gerade für den Frühling und auch für den Sommer ist. Und wer Lust von euch auf Liebesgeschichten hat, sollte sich dieses kleine, feine Büchlein auf jeden Fall angucken. Mich hat die Geschichte wieder super unterhalten und mir hat sie mega viel Spaß gemacht. Und ich bin immer wieder begeistert von Jackie, ihren Büchern. Und ich freue mich auch immer, wenn ein neues Buch rauskommt. Und ich freue mich auch immer, wenn Jackie mich dann anschreibt und fragt, ob ich die Bücher lesen möchte. Und das sage ich doch immer nicht nein. Und ja. Also ich finde es einfach ganz, ganz toll und ja, kann es euch wirklich nur empfehlen. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen, außer ich bedanke mich immer fürs Gucken. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.